Wobei man vielleicht davon ausgehen dürfte, dass sowas eigentlich in Wirklichkeit viel teurer noch wäre. Haha, mal so um 500.000 teurer geworden dadurch. Auf 40% darf er ja runter, theoretisch. Immunreaktion. Nochmal, 600.000 teuer, aber ist super. Die Lebenserwartung ist nicht so. Aber der hat total viele, wie ihr sehen könnt, Schaltplätze hier. Oh, oh, oh. Hier 258. Leider scheint nichts davon, die Lebenserwartung zu erhöhen, außer dem hier. Ich will, dass er lange lebt. Dieser hier jedenfalls. 96% sollte ausreichen, aber 3.300.000 kostet das. Meine Fresse. Oh, ich habe noch eins gebaut hier drin. Die gleiche Dille wahrscheinlich wieder gerade. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Kein Problem. Was Profitables. Super gut, kein Problem. Super einfach. Mehr Gebäude führen zu mehr Möglichkeiten. Schlagen Sie zu. Der gleiche Dillo wieder hier. Und ist verbuggt, eindeutig. Verkaufen wir den einfach mal, würde ich sagen. Oder wir können den vielleicht auch einfach transportieren. Von hier nach da und dann geht's auch wieder, wer weiß. Könnte ich mir auch vorstellen. Das mache ich erstmal, bevor ich ihn irgendwie jetzt wegschicke. So. Auf jeden Fall braucht der natürlich jetzt eine Lebensziegengeschichte. Und noch normales Fleisch. Aber auch in T-Rex muss man immer bedenken, braucht Wasser zum Überleben. Ja. Sonst ist doof. Der braucht bestimmt keine vielen Hölzer und sowas. Aber das ist ja egal, wenn man ihn sieht. Der ist ja immun gegen alles und so. Guckt euch her, seht mich an. Der ist eher so doof, glaube ich. Der ist ein Diva. Ob ich eher zwei von den anderen Sorten bauen sollte? Fliegt hier immer noch. Vielleicht wird der Dillo jetzt auch durch. Noch einer mit niedriger Gesundheit? In Panik, ah toll. Transport ihn von dort. Ach dort. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Du bist in Panik, weil einfach nur in Panik. Dehydriert. Er hat da genug Wasser. Du musst doch nur trinken gehen. Das verstehe ich nicht. Der trinkt doch auch, mach's ihm nach. Nein. Geh ans Wasser. Er scheint sich offenbar zuerst zu fressen. Oder auch nicht. Doch, er frisst. Na, immerhin, der macht was dagegen. Die anderen hat er gar nichts gemacht. Kommt auf die Liste. Trotzdem mal heilen. So, war ich stehen geblieben? Transportiere Produkt. Genau. Ba, 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 ba. Erstmal diesen hier. Danach kann ich... Ach nee, doch, Dings bauen sollen größeren hier, wa? Ist jetzt nicht mehr in Reichweite von dem? Aber ganz knapp. Toll. Also doch ein großes Umspannwerk hier hin. Da brauche ich da das Soundtor rein. Das will ich auch nicht, sehe ich mich gerade. Zack. Dann kommt der da wieder weg. Ja, wirklich. Sound. Nein. Produkt wurde zugestellt. Oh, hier geht's gar nicht rein. Doch, da ging's gerade. Komm schon. Klopp. Aber was ist jetzt los hier auf einmal? Ja, 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 ja. Der Dillo ist... Nee, nur ungesund. Aber er bewegt sich wieder. Juhu, es hat funktioniert. So, wo ist die Krankheit? Wo ist der Tote? Der ist krank, die andere ist tot. Füge Aufgabe hinzu. Und gestorben ist... Blackie. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ach, Blackie. Das war zu erwarten nach Fallspec, dass Blackie stirbt. Das habe ich einfach kommen sehen. Ach ja. Dann würde ich natürlich auch schwierig, wenn ich die Namen nach Farbe aussuche, dass ich dann den zweiten davon entsprechend wieder mit der anderen Farbe versehe. Das wird noch tricky. Ist jetzt Strom?
ist doch Strom da. Ich kann Strom mehr, weil ich muss jetzt wieder Strom nachbauen. Über 60 gehabt. Das reicht noch eine Weile. Muss ich naiverweise sagen, ja. Ja, toll, es geht nicht. Warum auch immer, jetzt geht's. Warum fehlt da Strom? Tatsache, null. Meine Fresse, die saugen aber in der Energiekapazität. Na, war das hier richtig so? Produkt wird transportiert. Soll ich ja da hinbauen, so ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser wäre, hier hinzubauen. Schwer zu sagen. Am liebsten ist ja hier direkt. Oder warst du gerade? Na? Na? Da. Denke. Oh, ach, perfekt daneben. Besser kann man es nicht treffen, oder? Super. Zack. Ja, daran. Wieder ein Kraftwerk mehr. Wir haben es ja. Wir schmeißen nur Geld um uns hin und her, kriegen Kapazität. Ach, ihr mich auch. 40% Einkaufsmöglichkeit. Ich halte es nicht aus. Ich kann hier auch ein Hotel hinsetzen, aber es bringt, glaube ich, relativ wenig. Ich weiß es nicht so genau. Ist meine Forschung? Muss man jetzt zurück sein oder was? Ja, natürlich ist sie das. Kam gar keine Aussage, wie wir da sind. So, weiter geht's mit den. Den Nunchi-Jaurien. Hier, jemand krank ist hier. Mann. Krankheit verbreitet sich. Aber ganz woanders. Verstand. Ach, Peter ist krank. Ja, kein Wunder, dass dem so schlecht war. Bestätige Aufgabe. Mann, no. So, füllen schon mal wieder auf. Einverstanden. Ne, muss man ja auch regelmäßig. Nein, nicht der. Ranger 2, bitte. Bin zur Futterstation unterwegs. Ne, der Ranger 2 kann auch dabei bleiben. Hier ist ja noch was zu machen. Ach, Mr. Para kann man auch noch heilen. Kein Problem. Und das tue ich nicht. Oh Mann. Oh oh. Jetzt kommt's. Ich bin sehr gespannt. Bam, bam, bam. Das Wetter passt auch. So schön zu Jurassic Park 1 zugehörig. Alles voller Wasser. Alles voller T-Rexe, die durchdrehen. Das klang irgendwie nicht so beeindruckend, wie ich es jetzt gedacht hätte. Ah, sozial, siehste. Das nenne ich Unterhaltung. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie der hieß in Jurassic Park, aber ich glaube irgendwie so in die Richtung, oder? Ich nenne sie Rosie so oder so. Aber ja, soziale Gruppe 1, ich wusste es doch. Aber idealer Bestand von doch so viel, also theoretisch. Oh, da ist es schon weg. Nein, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Aber ihr habt es ja gesehen. Oder könnt ihr es sehen, wenn man das zurückspult? Ging auch zu leicht gerade, oder? Mensch. Aber was soll ich dann hier noch reinhauen in diese idealen Bestand von 15? Was zum Teufel, was soll ich da reintun, damit ich mit dem vertragen? Ich habe keine Ahnung. Ich passe hier auch noch ein kleiner Mini-Park hin, theoretisch. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich da reintun soll. Quatsch. Ist doch verkaufen getrimmt gerade hier. Ich meine, der wird bestimmt kein. Aber solche auch da reinkriegt? Oder Triceratops? Ich weiß es nicht. Ich könnte es mal versuchen. Ich habe diesen neuen Triceratops, den ich noch gar nicht gemacht habe. Hier, den Torosaurus. Den habe ich schon, Sino, ne? Den und den habe ich im anderen Käfig drin, bin ich der Meinung. Der fehlt noch und der fehlt noch. Ich probiere es einfach mal mit dem Ausgleich. Aber vielleicht passt auch Langhalssaurier rein, weil die auch zu groß für ihn sind. Ich weiß es nicht. Aber irgendwer muss sie ja fressen. Theoretisch. Das wollte ich gucken, genau. Sind. Wo sind meine Tricks? Hier sind sie doch, siehst du.
Meine Triceratopsen. 1 bis 16. Passt doch einiges rein hier bei euch. Theoretisch. Hab ich nur Triceratops drin und die Dillos? Ich hab doch keinen von der Sorte hier reingehauen. Okay. Dann kann ich den Sino drüben hin tun. Einfach mal gucken, ob der mit dem klarkommt. Ich bin da total neugierig. Sino. Ab dafür. Bin wirklich gespannt. Da frisst er schon wieder was davon. Unglaublich. Im Film hat es nicht so gut geklappt. Könnte ich hier noch eins hinbauen, ein kleines Gehege? Oh Mann, ich überfülle mich mit Gehegen, glaube ich, ein bisschen, wenn ich das mache. Aber ist hier eine super Anlaufstation. Da muss aber noch ein zweites Hotel hier hin, irgendwie, auf jeden Fall. Das sehe ich auf jeden Fall nicht anders machbar als mit dem Hotel, wenn ich noch ein Ding hier hinbauen möchte. Ich brauche ohnehin noch ein Hotel, weil ist ja kapazitätsmäßig so nicht so doll momentan bei mir. Zack. Mach ich es halt so. Direkt beim T-Rex. Besser kann man es doch gar nicht haben. Oder? Aber meine Parkwertung, die schnellt nicht nach oben. Ne? Immer noch relativ weit weg von 5. Was ich ganz schön krass finde. Müsste doch mehr sein inzwischen. Oh oh. Ach so. Der lebt immer noch da drin. Ah. Gut, dass er nicht überlebt, war ja klar. Ich dachte, der wäre schon längst tot. Oder würde er ausbrechen, weil er sich nicht gut fühlt, weil er ja allein ist. War das schon wieder 80 voll? Oder ist das wieder hier auf den verteilt worden? Aber komischerweise ist es immer ein Kraftwerk, was dann irgendwie übergangen wird. Obwohl das ja zuerst da war. Egal. Zack, typischer Ausfallschutz. Geht das auch mit dem? Ne, ich brauche 2. Na gut, okay. So. Das hat einfacher ausgesehen, als es eigentlich war. Tja, kannst mal sehen. Verbesserte Leistung. Plopp. Verbesserte Leistung. Plopp. Ja. Und jetzt haben wir 96 übrig. Also, 2 Gehege kommen noch hin. Oder könnt noch hin. Hier eins, ein kleineres. Und da drüben könnt ihr auch noch eins hinhauen. So. Park 67, obwohl ich jetzt noch eins gebaut habe? Was? Ah, 29, siehst du, geht doch. Warum nicht gleich so? Kann hier was zum. Ah, hier wird ein bisschen eng mit einkaufen, glaube ich. Guck mal hier. Geht nach oben auf einmal. Zack. Annehmbare Kapazität. Sehr hohe Vielfalt annehmbares Hulwitten. Was? Na gut, weil der Ratur ist wahrscheinlich, ne? Oder so gut wie. Das ist auch noch nicht gut mit 39 Dinosauriern. Was, 39? So wenig? Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltungsabteilung helfen. Also denken Sie bitte darüber nach. Ich habe das Geld nicht so nötig und deinen Ruf auch nicht, ehrlich gesagt. Ah ja, nö. Also, ihr habt nur 40 Saurier, echt? Ich habe doch allein in einem Käfig schon fast 20 drin. Dann muss noch einiges dazu, offensichtlich. Ha, so. Oh, ist wieder gesunken? Achso, ist nur das Ding an sich. Und hier ist Maximalwertung. Das hier brauche ich mehr. Nahrung, Getränke einkaufen. Oh Mann. Was ist los bei euch? Ich hab das doch eigentlich alles. Das wird nicht mehr genutzt. Souvenir nochmal hinbauen hier, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Er passt da rein. Das ganze Gelände wird gerade angehoben da um ihn drum. Ich weiß auch nicht. Souvenir, Bowling, Restaurant. Fast Food Bude. Irgendwo, wo es hinpasst. Die wäre voll gut dabei, ist, glaube ich, irgendwie nicht so richtig. Oh. Direkt bei dem Ausguck ist auch gut eigentlich. Sagt nicht, ich kümmere mich nicht um meine Leute. Meine Besucher und so. Bist du fertig? Jetzt bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr super gespannt. Wer ist das jetzt? Der da drüben immer noch. Dass der immer noch lebt, Mensch. Da sind die Dillos wohl. Ha, satt. Okay, dich nenne ich, du bist ein Kämpfer.
Du musst einfach kämpfen können, hier dem Käfig. Kämpfer. Und der braucht direkt noch einen. Das kann ich auch vergessen hier. Wenn der jetzt durchtritt, weil er zu wenig soziale Kontakte hat, und der T-Rex dann auch mit ausbricht, dann ist vorbei hier im Park.